Am Abend im Juli haben sich vor Ermatingen ein Haufen Fischer getroffen, um unter der Leitung des kantonalen Fischereiaufsehers Kurt Egloff Felchen zu fangen, zu markieren und wieder am See zu übergeben. Ja, legt man durch. Okay. So. Und dann tust du wieder retour. Ja. Du sputzt es dran. Und dann schiebst man ab. Ja. Vom kantonalen Fischereiaufseher Kurt Egloff aus Ermatingen haben wir ein bisschen mehr wollen wissen. Vor allem, was wir mit so einer Markierungsaktion erreichen möchten. Wir wollen mit dem erreichen, dass wir ein bisschen mehr wissen über das Wanderverhalten der Felchen im Untersee und allgemein, wie sie sich verhalten, auch gegenüber dem Austausch, gegenüber dem Obersee. Das ist eines Grundziel. Habt ihr denn so eine Aktion schon mal durchgeführt und habt ihr erste Ergebnisse gehabt? Wir haben das letzten Sommer, also genau um die gleiche Zeit eigentlich, haben wir das durchgeführt. Wir haben dort 559 Felchen können markieren und zurückversetzen. Und haben in diesem Jahr eine Rückmeldung von sage und schreibe 94 Felchen. Wovon 93 hier im Untersee und ein im Obersee. Aber das ist ja dann noch kein Resultat, das jetzt sagt, die Felchen wandern rauf. Nein, das ist noch kein Resultat, aber es hat uns schon sehr viel gezeigt. Die Auswertung wird dann noch gemacht. Aber wir sehen einmal, dass im Untersee eine wunderbare Verteilung ist. In jedem Seeteil sind die Felchen anzutreffen gewesen. Und wir haben auch festgestellt, mit dem Einzelfall im Obersee, und der ist ja gefangen worden, zwischen Egnach und Langenargen innen, mit im See. Also, wenn ein dort oben gefangen worden ist, dann müssen sicher noch ein paar andere Jahre mitgegangen sein. Wollt ihr denn solche Markierungsaktionen weiterhin durchführen oder bleibt es jetzt beim Dreijährigen? Man sollte eigentlich schon über mehrere Jahre, weil das Wanderverhalten ist ja unterschiedlich, je nach Wasserqualität, Wassergüte, also Temperatur, Sauerstoff im Untersee. Wenn ein heißer Sommer ist, wo eine riesige Sauerstoffserie ist am Grund, also praktisch keinen Sauerstoff mehr hat, dann auch ein warmer Wasserkörper könnte es, oder vermuten wir, dass der vielleicht abwandert in den Obersee, wo kühler ist. Und letztes Jahr war das nicht so gewesen. Dieses Jahr hoffen wir auch nicht mit dem hohen Wasserstand, dem vielen Frischwasser. Und darum muss man das über mehrere Jahre machen, damit wir dann auch Jahre festhalten können, die dann eben schlechter sind. Thank you.
Auf die Frage, ob die Felchen bei dieser Markierung keinen Schaden erleiden, hat der Kurt Egloff Folgendes gemeint. Nein. Also, wie wir festgestellt haben, jetzt an diesem Markierungstag, wir haben von den vielen, die wir jetzt markiert haben, einen einzigen Abgang gehabt. Also ein Fisch, der wieder oben raufgekommen ist. Und anhand von diesen Rückmeldungen, muss man also sagen, die haben sehr gut vertreten. Was sind denn da für Leute, die jetzt hier helfen bei dieser Aktion? Sind das Berufsfischer oder reine Amateure? Das sind vor allem Sportfischer, die fangen. Weil wir haben keine andere Methode gefunden, um lebende, gesunde Felchen zu markieren. Und die Sportfischer, und da zeigt einmal die, die hier mitgemacht haben, wie sorgfältig die fischen. Die holen die Fische raus, berühren sie nicht, sondern tun sie in einem Kübel auffangen, tun sie sorgfältig lösen und wir in die Droge rein, wo wir Sauerstoff haben. Und die leben wunderbar. Also ein Kompliment an all die Sportfischer, die sich beteiligt haben. Erstens, das mitgemacht haben und zweitens, dass sie so super und gut fischen. Jeder gefangen und markierte Fisch wird natürlich fein säuberlich notiert. Das ist wichtig für die Statistik. Thank you.
Wissen denn die Fischer, wenn sie so einen markierten Felch fangen, dass sie sich melden und an wer sie sich melden? Ja, wir haben da jeden Berufsfischer und rund um den See und auch am Sportfischerverein haben wir Merkblätter rausgegeben, wo es drauf steht, was sie machen müssen. Und dort drin steht auch, wie sie sich melden, also mit Datum, Ort, also im Seeteil, wo sie gefangen haben, und wo der markierte Punkt ist, also auf der rechten Bauchflosse oder auf der linken Bauchflosse. Und es hat sich gezeigt, dass das funktioniert, weil die Rückmeldungen sind zum grössten Teil von den Berufsfischern gemolden worden. Sehr schön, muss ich sagen. Hat jeder, also wenn man denkt, wie viele Fische sie anlangen im Tag, haben sie also angeschaut und haben sie uns gemolden. Fachleute sind sich einig, dass die Verletzungen vom Angriff von einem kleinen Hecht stammen. Der kantonale Fischereiaufseher hier neben mir sitzt. Haben da sonst noch irgendwelche Wünsche? Sportfischer, Berufsfischer? Gibt es irgendwelche Probleme im Moment auf dem See? Nein, im Moment können wir uns glücklich finden. Wir haben einen wunderbaren Felchenbestand. Wir können Fisch fangen. Einzig, was ein problematisch ist, ist der Kretzer. Aber auch der sollte wieder zum Fang kommen. Wir haben im Moment keinen Ärger. Und kein Verdruss. Und auch Fischer sind sehr zufrieden, glaube ich, so wie ich die Leute kenne. Und einzig, wenn ich jetzt eben nochmal sage, sie sollen schauen, dass sie die markierten Fische auch melden. Das wäre sehr wertvoll. Musik.